Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren LEGO Speed Champions Review bei mir auf dem Kanal. Während das Wunsch-Review-Video noch am Rendern ist, dachte ich mir, ja, ich kann auch ein bisschen was bauen bzw. auch ein bisschen was aufnehmen und die Zeit nutzen. Und da habe ich mir den Ford Fiesta M-Sport WRC bzw. WRC auf den Tisch gepackt. WRC steht für nichts anderes als World Rally Championship. Das Set hat die Setnummer 75885. Verfügt über 203 Bauteile, zudem noch eine Minifigur, ist seitens LEGO für die Altersgruppe 7 bis 14 Jahre so als Skill-Level ausgelegt und kostet UVP 14,99. Ich habe es für 12,99 ganz regulär im Laden gekauft, bevor LEGO die Sets überhaupt bei sich auf die Seite packte. Und ja, da steht er jetzt. Warum gerade den? Ich fand es spannend, auch wie ich gehört habe, dass ein Ford Fiesta in der Speed Champions Reihe rauskommt. Ja, fand ich das schon mal sehr interessant. Und so wie auf der Verpackung, wie ich die Packung in der Hand gehalten habe, dachte ich mir so, den machst du auch ziemlich fix. Ja. Hier drauf ist er dann auch noch zu sehen, da sieht er etwas anders aus. Und zwar hat er vorne dieses schwarze Teil, was man auf der Motorhaube vorne sehen kann, ist eine Beleuchtung, eine LED-Beleuchtung, die auch im Rennsport optional dann draufgepackt wird, wenn es dann um Nachtrennen geht. Und ja, ein Bild ist auch noch drauf. Es gibt allerdings, muss ich sagen, etwas interessantere Rennlackierungen. Aber ansonsten ist der in diesem Ford Blau, möchte ich fast sagen, gehalten. Und ja, der Pilot ist oben auch drauf abgebildet. Insgesamt ein trotzdem ein cooles Set. Also ich bin gespannt, wie er im Original dann aussieht, wenn ich das auf dem Tisch stehen habe. Und kommen wir mal in die Packung. So, da fallen mir gleich ein paar lose Teile entgegen. Die Bodenplatte des Fahrzeugs ist dann wieder einzeln beigelegt. Aufkleber sind natürlich auch dabei. Da könnte ich sogar eventuell mal wieder zählen. Und die Bauteile viel dunkelblau. Das ist natürlich ein wenig cool, manche Elemente davon auch in dunkelblau zu haben. Dunkelblaue Fliesen sind jetzt auch wieder am Markt. Falls man mal welche braucht und auch andere dunkelblaue Teile, falls man da mal welche braucht, dann kann man sich halt so ein Set holen und das halt ausschlachten quasi. So, Felgen haben wir auch wieder in weiß, das ist auch stimmig. Die Aufkleber, bevor ich zur Anleitung komme, gucke ich mal eben auf die Aufkleber. Maximalgusszahl ist 36. Ist eigentlich auch schon nicht schlecht für so ein kleines Ding, muss ich sagen. 36 Stück. Die Sets, da sind deutlich weniger drin. Es gibt auch Sets, wo deutlich mehr drin sind, aber allerdings sind da auch dann drei Fahrzeuge, wie jetzt beim Ferrari-Set. Davon mal ganz ab. So, Anleitung ist so gestrickt, dass die Außenwehr etwas fester ist. Ja. Als erstes wird der Pilot gebaut, das kennt man. Immer erstmal die Minifiguren vorweg. Und es sieht innen ganz normal nach Lego aus, nicht irgendwie angepasst. Es ist also auch eine vom Layout her eine ganz normale Anleitung und geht über 55 Seiten. Und da ist der Wagen dann quasi fertig, wo man dann die Figur reinsetzen kann. Hinten drin noch ein bisschen Speed Champion Werbung, beziehungsweise die anderen Sets werden hier auch noch vorgestellt. Eine App gibt es dann wohl auch noch dazu. Und die Bauteilliste. Ja, da bin ich dann gespannt, wie sich der Wagen zusammenbauen lässt, wie sich die Aufkleber verkleben lassen. Und ja, dann bis gleich. Und wie immer fange ich auch bei diesem Set mit der Minifigur an. Erstmal der Pilot mit Helm und dem geschlossenen Visier. Vorderseite sehr viele Sticker, sehr viel Bedruckung, selbst auf den Beinen, also Sticker oder Badges vielmehr. Alles ist natürlich aufgedruckt. Aber oben ist ein kleines Vorzeichen zu sehen und auch diverse andere Schriftzüge. Und so ist das Gesicht halt ohne Helm. Er lächelt verschmitzt. Und auf der Rückseite ist noch ein wenig mehr Print zu sehen, allerdings da nur auf dem Oberkörper. Und das ist das Fahrzeug nun so, wie es der Lego-Designer schuf, bevor der Grafiker Hand angelegt hat, beziehungsweise bevor man die Sticker aufgeklebt hat. Hier mal von allen Seiten erstmal die Seitenansicht. Dann die Vorderansicht, Rückansicht und nochmal in der Perspektive.
Da kann man jetzt natürlich überlegen, den Wagen so zu lassen, beziehungsweise nur ein paar Sticker aufzubringen, dass man zumindest halt die Beleuchtung dran hat und die Rückleuchten und vielleicht das Vorzeichen. Oder den Wagen ganz beklebt. Ich habe ihn ganz beklebt, weil ich finde, so ein Rennwagen, der ja, muss einfach bunt sein. Da müssen viele Aufkleber drauf sein, die Werbung drauf sein, eine Rennnummer drauf sein. Das macht dann doch schon eine ganze Menge her. Ich zeige den nachher auch nochmal im Vergleich zu dem nackten Modell. Hier nochmal auf dem Tisch. Da kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr sehen als dann nachher auf den Bildern. Also ich finde den wirklich gelungen. Sieht im Original, also wenn es direkt vor sich stehen hat, sogar noch viel, viel besser aus. Gar nicht mehr so knubbelig und zusammengedrückt, wie er auf den Fotos wirkt. Und von den Aufklebern her, ich weiß gar nicht jetzt, ich habe die nachträglich aufgeklebt, ich habe den Wagen komplett zusammengebaut und auch nicht die Teile gelöst, sondern halt am zusammengebauten Fahrzeug aufgeklebt. Ja, manchmal ist auch ein bisschen schief geworden. Aber das ging soweit auch ganz gut. Man muss halt bloß beim Zusammenbau aufpassen, dass man nicht irgendwo zu viele Fingerpatschen hat, damit die Aufkleber dann halt auch vernünftig halten. Und ein Feature des Wagens ist halt die Nachtbeleuchtung. So, da nimmt man dann halt die Motorhaube runter, dieses komplette Teil ist das, und ersetzt es durch dieses. Das hier vorne ist mit einem Gelenk befestigt, damit man das 50 hochklappen kann und das halt auch dann nach unten strahlt und nicht einfach nur gerade. So, und das setzt man einfach dann drauf. Da kommt das Dach drauf und ja, das ist dann halt von der Firma Laser, steht auch drauf. Eine, ja nicht nur Rennsportbeleuchtung, auch eine Zusatzbeleuchtung für PKWs, und die sehen aber im Original gar nicht so klobig aus. Also eine Reihe hätte gereicht, das ist jetzt aufgebaut auf einer Grundplatte von 2x3 Noppen und eine 1x3 wäre meiner Meinung nach besser gewesen, denn die Dinger, ich habe jetzt keins entdeckt, was wirklich so klobig wirkt. Das sind wirklich bloß ganz dezente Balken, die halt, also LED-Lichtbalken, die halt auf der Motorhaube befestigt werden. Da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen was machen, aber man hat ja optional die Möglichkeit, eben die normale Haube drauf zu schmeißen. Natürlich auch wieder die Radkappen zum Wechseln. Da war jetzt noch eine 5-Stern-Felge oder 5-Stern-Kappe mit dabei, die kommt aber, also die jetzt drauf ist, kommt aber dem näher, die auch auf dem Fahrzeug, was ich im Netz entdeckt habe, was auch in dieser Lackierung halt ist, und mit diesen Aufklebern kommt das halt am nächsten dran. So, ups, ja, das kann man auch runternehmen. Das sieht halt so aus, so komisch. Jetzt habe ich das da einzuteil. So, ich muss ja auch die, so, das ist das Lenkrad. So, das drauf. Pass drauf. So, das Ding von mir dran. Halt, verschrumpft. So. Ja, das ist halt das Element. Das Beleuchtungselement, beziehungsweise die Haube mit der Beleuchtung. So, dann hier nochmal die Vergleichsbilder, dass man wirklich sieht, was diese Aufkleber ausmachen. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, gut, dann sollten sie die Dinger bedrucken, aber es sind halt wirklich sehr viele Steine, gerade bei einem Set für 14,99. Dann würde es sicherlich hochgehen auf, keine Ahnung, 19,99, wenn das ausreicht, vielleicht 24,99. Und das dafür ist das Fahrzeug eigentlich dann wieder zurück zu klein. Und das zu argumentieren, den Preis zu argumentieren, weil ja alles bedruckte Steine sind, finde ich halt dann auch ein wenig fraglich. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Die Aufkleber halten auch meiner Meinung nach sehr gut. Denn auch die Fahrzeuge, die jetzt vor 3 Jahren rausgekommen sind, die sind immer noch top aus. Ich kann natürlich nicht sagen, wie die halt im bespielten Zustand aussehen. Denn interessanterweise, auf der im Lego-Shop wird dieses Fahrzeug dann auch als Kinderspielzeug explizit bezeichnet. Ansonsten immer Konstruktionsspielzeug. Und bei dem ist es dann wirklich als Kinderspielzeug benannt. Wahrscheinlich wegen der ganzen Meckerer. So, dass die Fahrzeuge nicht aussehen wie das Original. Aber das ist ja halt eben dieser gewisse Stil, den die Serie der Speed Champions ja auch ausmacht. Dieses kleine, knubbelige, zusammenkomprimierte, als Monocoque ausgelegtes Fahrzeug. Sonst wäre der Wagen natürlich jetzt auch, selbst der Fiesta natürlich noch ein bisschen breiter, obwohl jetzt beim Fiesta selber diese Speed Champions Umsetzung noch relativ nah am Original ist. Nicht wie bei so einem Ferrari oder beim Bugatti, die ja doch
flach sind, aber sehr breit sind. Und dadurch durch diesen Speed Champion Style dann halt schon ein bisschen zusammengepresst und dadurch ein bisschen höher aussehen. Ja, soweit dann zum Review des... Achso, ein Schraubenschlüssel war auch dabei. Der ist immer sehr gut zum Aufkleber aufziehen. Also Aufkleber lösen, dann leicht hier vorne auf dieses Ding packen. Da drauf. Und dann ja, aufkleben. Das verhält sich ganz gut. Ich habe es vorher immer mit dem Cutter gemacht, mit der Spitze. Aber jüngere Zuschauer, ich will jetzt nicht sagen, dass jüngere nicht mit Messern umgehen können, aber wenn so ein Werkzeug dabei liegt, wie der Schraubenschlüssel, kann man das natürlich sehr gut dann auch dafür nutzen. Nicht jeder hat einen Cutter zu Hause liegen. So. Wenn man ein Küchenmesser aus dem Schrank holen, ist auch mal doof. In dem Sinn, vielen Dank fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und tschüss.